John. Hallo. Frau Scheinemann. Sehr gut. Wenn Ihnen mal jemand gesagt hätte, als Sie klein waren, du wirst mal ein ganz großer Star, oder wenn es Ihnen noch jemand vor 6 Jahren gesagt hätte, was hätten Sie gedacht? I would have thought impossible, because ich hätte es für unmöglich gehalten, denn ich habe mich immer noch hinter meinem Stottern verborgen. Das Stottern hat mich immer noch beherrscht damals. Erst nachdem ich das voll frontal angegangen bin, da hat es mich nicht mehr so beherrscht. Jetzt werden sich viele fragen, die dieses Problem haben, wie geht man das frontal an? I'm not one of the fortunate people who has been ich bin also nicht so glücklich, dass ich jetzt völlig flüssig reden kann. Je mehr ich versucht habe, nicht mehr zu stottern, deshalb habe ich umso mehr gestottert. Ich habe es einfach akzeptiert. Ich musste mich akzeptieren, so wie ich war. Und durch diese Akzeptanz habe ich dann auch die Schande überwunden und das Gefühl, ein Opfer des Stotterns zu sein. Ich bin kein Opfer mehr, obwohl ich immer noch die alten Gefühle manchmal habe. Aber für mich, dass ich jetzt Scatman bin, das ist eine fantastische Chance, anderen Leuten zu helfen, weltweit zu helfen, die stottern. Gibt es so ausgeprägte Situationen, wo das Stottern bei Ihnen besonders schlimm wird? Wo Sie schon vorher wissen, boah, wenn ich da jetzt hingehe und wenn ich da was sagen muss, dann passiert's? Das habe ich mehr in der Vergangenheit erfahren. Seit ich Scatman bin, kann ich alle meine Karriere-Ängste loswerden. Ich habe immer Angst gehabt vor der Kamera. Ich hatte immer Angst, dass die Leute feststellen, dass ich stottere. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach.